Hallo und seid willkommen zu dieser Folge von Flash Contest. In dieser Folge haben wir was Besonderes vor, denn wir wollen mal der Sache der Swords of Justice auf den Grund gehen. Und zwar haben mich jetzt schon mehrere Leute gefragt und ich mich auch selber gefragt, wieso sind diese Pokémon so gut und wieso werden die so gehypt? Die Swords of Justice bestehen ja aus vier Pokémon. Einmal Viridium, dann Terrakium, Keldeo und Cobalion. Doch was macht diese drei Pokémon oder diese vier Pokémon, diese vier Swords of Justice, Ritter der Redlichkeit, so besonders? Wieso sind sie so gehypt? Wieso sind sie so gut? Deswegen schauen wir uns erstmal die Typen an. Zu einem haben wir hier Fighting und Steel. Wir gehen jetzt erstmal bam, bam, hier auf unser Monster. Schauen wir an, wogegen Steel denn gut ist. Steel, beziehungsweise wir fangen mit Fighting an. Fighting ist gut gegen Steel, Rock, Normal, Dark und Ice. Ist also schon mal schön, Dark ist gut gegen Psyche beispielsweise, denn man kennt ja die Psycho-Teams, dagegen konnte man jetzt mit dem Dark-Team, also mit Zora beispielsweise. Deswegen sind sie hier schon mal nicht schlecht, dann gegen die Psycho-Team-Konter sind sie gut. Dann gegen Ice, also gegen die Kyurens, sind sie gut. Gegen Steel sind sie gut, Steel sind eigentlich richtige Tanks, doch da haben sie eindeutig die Hosen an. Rock und Normal. Ist Arceus beispielsweise oder kann Arceus sein. Ist schon mal gut. Regigiga ist so ein Typ Normal. Dagegen sind sie also auch gut. Also gegen mehr oder weniger ein paar der wirklich nervigen Gegner sind sie einfach gut. Das haben auch Nachteile und zwar Flying, Psychic und Terry. Also wieder ein bisschen kontraproduktiv, denn wie gesagt, Psycho-Pokémon sind momentan im Kommen. Milurta, Cresselia, Deoxys, Lele. Lele ist auch noch von Typ Fairy, also somit doppelt problematisch. Und dagegen sind sie eben schlecht, beziehungsweise diese Typen sind gegen die Swords of Justice gut. Doch jetzt frage ich mich, wieso sind sie dann so gehypt, wenn sie gegen eines der stärksten Teams komplett versagen können? Ganz einfach, zum einen haben sie hier noch Typ Steel. Hier seht ihr schon mal, Psychic und Fairy machen hier nur halb so viel Damage. Gleichzeitig machen wir mit Steel-Attacken doppelten Schaden bei Fairy-Type-Attacks, also bei Fairy-Types. Also ist Cobalion gut gegen Typ Fairy. Okay, gegen Ice und Rock auch, aber ja, leider kommt dann natürlich wieder die Schwäche gegenüber Fighting Ground und Fire. Aber dadurch, dass sie durch diesen Fighting Type, also durch diesen Fighting Type Status, dagegen, sag jetzt mal, dagegen halten können und sich das rechnet, nimmt jetzt trotzdem nicht ganz so viel Schaden, weil es halt einfach nicht bei beiden eine 2 da steht, also hier bei Steel, Fire und bei Fighting, wenn man auf Fire schaut, ein 2 da ist, sondern nur bei einem. Das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Dann schauen wir doch direkt weiter. Wir haben hier noch Terrakion, ist von Typ Rock. Schauen wir natürlich auch gleich nochmal. Rock. Gegen Eis gut, normal. Haben wir aber schon. Dann gegen Fire ganz gut, also wieder ein weiterer Typ. Gegen Bug gut. Okay, Bug gibt es nicht ganz so viele, aber ja, auch nicht verkehrt. Und gegen Flying. Und das ist interessant, wie wir hier sehen können. Fighting. Da, also Flying ist gegen Fighting gut und deswegen hier top. Jetzt haben wir nämlich gegen genau diese Flying, die uns eigentlich schnetzeln würden, haben wir jetzt was Gutes. Wenn wir Terrakion mit reinnehmen, können wir schnetzeln. Wunderbar. Dann schauen wir mal weiter. Psychic und Fairy haben wir auch schon mit Cobalion. Aufgrund von Steel. Also haben wir schon alle Schwächen jetzt schon abgedeckt, nur indem wir diese zwei Pokémon im Team haben. Das ist also ganz gut, sie müssen natürlich trainiert sein, denn unterschiedliche Attacken. Der eine hat eben Steel, der andere hat Rock und somit muss man sie gut trainieren, damit sie so lange im Kampf bleiben, dass sie eben genau, zum Beispiel Cobalion, dass Cobalion die Psycho-Pokémon ausschalten kann und Terrakion die Flying-Pokémon. Aber es gibt ja noch ein weiteres, beziehungsweise hier haben wir auch noch Keldeo, ist von Typ Wasser und Fighting. Hier schauen wir natürlich ganz normal. Wasser ist gut gegen Feuer, Rock und Ground, wunderbar. Schwach gegen Drache, Gras und Wasser, aber da haben wir auch die anderen Typen. Und Electric and Grass ist gut gegen das liebe Keldeo in dem Fall. Okay, Electric, Grass, ja, sind jetzt nicht unbedingt die, aber wir sehen jetzt mal hier. Hier ist leider nichts gut dagegen, bei Fighting ist nichts wirklich gut dagegen und bei Rock ist nichts wirklich gut dagegen. Aber ebenso wie bei Grass, denn das liebe Viridium
Was du genau. Das liebe Viridium hat nämlich Grass Type Attacks. Also man sieht jetzt schon hier, theoretisch wäre es relativ schlecht, Kildeo mitzunehmen. Aber es gibt noch eine weitere Besonderheit, die diese Swords of Justice so besonders macht. Aber bevor wir uns das anschauen, schauen wir uns jetzt erstmal die Attribute an. Hier habe ich jetzt mal. Wir schauen uns einfach mal hier. Terrakion, hier seht ihr schon, ohne dass es shiny ist, hat das hier einen Wert über 150, einen extrem hoch. Speed mit 126 auch ganz gut dabei, Verteidigung über 100, also relativ hohe Grundattribute. Wenn jetzt ein Pokémon auf Shiny ist, seht ihr schon, geht der Wert hier sogar bis auf 200 hoch. Alles ist hier weit über dem Mittelwert und deswegen haben sie extrem hohe Attribute, extreme Power, die man rausholen kann. Und das ist schon mal nicht schlecht. Doch, sie haben noch eine weitere Besonderheit, denn diese Swords of Justice, schauen wir uns einfach mal hier, können ja die Gegner, wie beispielsweise mit dieser Attacke hier, markieren. Markierte Gegner bekommen entweder mehr Damage oder sie können gestunt werden oder sie können verlangsamt werden. Sie bekommen extra Damage, also wenn sie alle markiert sind, man setzt die Ulti ein, dann bekommen alle Damage, die markiert sind, selbst wenn sie nicht getroffen worden sind oder mit einer Single Attack getroffen worden sind. Gleichzeitig, was auch noch die Swords of Justice so gut macht, sind diese Abilities. Denn durch jede Final Tap Attack, die nun mal jedes dieser Pokémon hat, können sie sich gegenseitig boosten. Die Verteidigung erhöht sich, der Angriffsschaden erhöht sich, sie werden extrem OP. Und das einfach nur, indem wir ganz normale Attacken einsetzen. Sie unterstützen sich alle gegenseitig und dadurch können sie extrem viel Power rausholen. Aber es gibt noch eine weitere Art und Weise, wie sie kämpfen können oder was sie so OP macht. Es gibt ja diese Sacrifice Teams. Und Sacrifice, in dem Fall ist es nichts anderes, dass sich zwei Pokémon opfern für das dritte. Hier kann man theoretisch alle dieser vier Pokémon auswählen. Die brauchen nur eine bestimmte Ability, und zwar diese hier. Sacrifice. Am besten wäre natürlich hier auf Stufe SS. When defeated, it will increase all remaining Pokémon's Physical Attack and Special Attack by 35% and Physical Defense, Special Defense and Speed by 30%. Also es gibt hier extreme Buffs, und zwar wirklich extreme Buffs. 35% ist schon enorm. Jetzt stellt euch mal vor, oder jetzt überlegt mal, wenn ihr dann auch noch als Supporter Pokémon Mewtwo Y nimmt, bekommt ihr da auch noch mal Attribute, wenn eines der Pokémon verreckt. Also schon sehr, sehr nice. Hierbei sieht man zum Beispiel viele Teams mit Genesect in der Mitte und zwei dieser Swords of Justice, also dieser Sacrifice Pokémon, und dieser eben nicht trainiert. Der einzige Nachteil ist, was man trainieren muss. Es gibt nämlich drei Dinge, die man trainieren muss, und zwar Friendship, Skill, was? Skill, nee, Friendship, dann natürlich das Level, die Attribute und Training. Also das Level muss man eigentlich nur trainieren, damit man Friendship auf 75 bringen kann, oder wir können dich immer schon, genau, auf 70 sogar nur. Dann eben Fusion Level auf Stufe 20, das ist hier unten bei Training. Und die Attribute müssen einen Wert von 600 erreichen. Also einfach hier, wir nehmen jetzt mal Terrakion. Also hier seht ihr 346, also hier müsst ihr einfach genug investiert haben. Dann, ob ihr das jetzt hier durch Refine schon alles hinbekommt, weil ihr hier Glück habt und alles voll habt, oder dann hinterher noch Strike Cards hinein investieren müsst, ist es mal dahingestellt, aber es muss 600 erreichen. Also hier oben muss 600 stehen. Hier aber will ich euch natürlich empfehlen, wenn ihr diese Pokémon als Sacrifice Pokémon hernehmen wollt, investiert entweder in Speed und oder in die Angriffsformen. Am besten wäre natürlich das, also die Angriffsformen, die das Pokémon nicht verwendet, damit es auch jetzt nicht den Gegner schnetzelt, denn sonst ist Sacrifice hier ein bisschen, ja, also ihr gewinnt zwar trotzdem Kampf, aber halt ohne Sacrifice, also ihr könnt es nicht da nicht sehen. Ich zum Beispiel kann es nicht ausprobieren, meine Pokémon sind zu krass trainiert. Wäre da so ein bisschen schwerer hier zu gewinnen. Aber hier würde ich euch auf alle Fälle empfehlen, nicht in Leben zu trainieren und auch nicht in Verteidigung. Macht hier auch keinen Scheiß wie jetzt hier Accessoires rein. Ihr müsst auch hier nichts reinmachen, denn es geht ja, also hier nicht, ein Held-Item. Denn es geht eigentlich nur darum, dass sie relativ schnell verrecken. Sie brauchen Sacrifice und sie müssen schnell verrecken. Hierbei empfiehlt sich auch zum Beispiel Kaldeo in der Mitte, ist gar nicht mehr verkehrt. Kann Guardian Spirit aufbauen, kann sich ein bisschen schützen, ein bisschen heilen, ist schon mal sehr gut. Und hier kommt dann Cobalion mit ins Spiel und vor allem auch Viridium. Viridium ist in dem Sacrifice Team auch enorm wichtig, oder ja, würde ich fast sogar schon empfehlen, denn es hat eine Fähigkeit ähnlich wie Cobalion, und zwar sowas hier, Quick Guard. Dadurch ist es ähnlich wie Absorb.
Obwohl, also wie Spotlight, Entschuldigung. Wie Spotlight von Groudon und Kyoko beispielsweise, dass der Gegner nur diese Pokémon angreifen kann mit Single Attacks. Und das für, schauen wir mal, wie lange hält das Ganze an? Ganz für eine Runde. Zwei Runden. Okay, für eine Runde. Genau, für eine Runde, beziehungsweise der schon noch cooler noch mit irgendwas mit zwei Runden, dann noch was mit drei Runden. Also es hält einfach eine Runde an, sagen wir es mal so. Bedeutet, Single Attacks gehen erstmal gegen dieses Pokémon, was bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass Kobalion oder eben Viridium, es kann nämlich ähnliches einsetzen, das erstmal die verrecken als eure mittleres Pokémon. Somit wunderbar geeignet als Sacrifice-Pokémon. Ein mittleres Pokémon wird extrem geboostet. Was das sein kann, ist relativ vain, denn diese Sacrifice-Fähigkeit wirkt bei jedem Pokémon. Ihr könnt zum Beispiel auch ein Arceus in die Mitte stellen. Ihr könntet auch selbst ein Raupi in die Mitte stellen und dann ein OP-Raupi damit auf die Beine stellen. Ihr könnt hier einiges machen. Deswegen ist, denke ich, sind diese Pokémon auch so extrem stark. Denn sie können extrem krass geboostet werden. Sie können krass boosten. Sie haben interessante Fähigkeiten mit dieser Markierung, dass sie dadurch noch mehr Damage rausholen können. Abgesehen davon sind hier allgemein die Ultis auch extrem stark. 125 klingt zwar wenig, aber die meisten Gegner sind One-Hit hier 150. Richtig schön 70. Und hier eben hier bisschen Leben regenerieren und Guardian Spirit aufbauen. 70 hier unten, also es ist richtig krass. Und deswegen sind diese Pokémon auch so gehypt. Aber ich sehe natürlich auch zum Beispiel Kadeo hat die Schwächen Gras und Elektro. Kobalion hat auch Schwächen wie zum Beispiel Feuer. Also es gibt hier einige Schwächen, die zwar als Team in der richtigen Kombination gut, wie soll ich sagen, gut nicht unbedingt jetzt gekontert werden können, denn wie gesagt, Elektro, Gras, dagegen ist keines dieser Pokémon wirklich gut. Also es hat keine Attacken, die dagegen gut sind. Aber die anderen können sich ganz gut supporten, deswegen sind sie, denke ich, auch relativ stark. Klar, Training muss hier auch noch erfolgen, also ihr kannst es nicht einfach in ein Team stecken, irgendwie nur eins trainiert haben und hoffen, dass alle am Leben bleiben. Wenn man diese Taktik fährt, dass man eben nur eines trainiert, dann ist es eher ein Sacrifice-Team, doch dann, wie gesagt, müsst ihr erstmal die Zeit der Ability freischalten und bei ihm natürlich machen. Aber ja, ich würde jetzt zum Beispiel auch gerne testen, vielleicht bereite ich mal was vor, dass ich bei dem lieben Viridium hier, da ist er erst auf 600.000 Powers, dass ich hier vielleicht noch die zweite Ability hole, genauso wie bei Terrakion. Lasst ihr erstmal so Kedeen noch ein bisschen trainieren und dann kann ich euch mal ein Sacrifice Team vorstellen, beziehungsweise wir können uns mal anschauen, wie gut die jetzt wirklich sind. Kobalion, seht ihr, kann ich zum Beispiel jetzt nicht mehr so ganz nehmen in ein Sacrifice Team, denn mit 1,7 Millionen ist es einfach zu tanky, zu stark und bleibt zu lange am Leben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kämpfe lieber mit allen drei Pokémon, trainiere gerne alle drei und hole da das Maximum raus. Sacrifice muss nicht unbedingt sein. Ich nehme zwar trotzdem die zweite Ability, denn es kann ja besonders eins oder zwei verrecken. Und dann ist eben das letzte noch geboostet. Aber es direkt drauf ankommen lassen, muss ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe dem natürlich selbst überlassen. Euch natürlich auch, sollten noch Fragen sein zu dem Sacrifice Team, zu den Swords of Justice. Einfach in die Kommentare damit. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mehr oder weniger erklären oder aufzeigen, wieso diese Teams, diese Pokémon so enorm stark sind, wieso die so gehypt werden. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in einem der späteren Videos wieder. Dann noch einen schönen Tag und bis dann.